Immer war er ein überzeugter Kämpfer gegen die Raucherlobby, der ehemalige EU-Gesundheitskommissar John Dalli. Auf einmal aber soll er der Tabakindustrie zu Gefallen gewesen sein, für viele Millionen. Im vergangenen Herbst musste Dalli deshalb zurücktreten, beteuert aber seine Unschuld. Der Verdacht, hinter der Geschichte steckt eine spektakuläre Korruptionsintrige. Ein schmutziges Spiel, das sich zwischen Antikorruptionsbehörde, Brüsseler Strippenziehern und der EU-Kommission abgespielt haben muss. Bis hin zum Absägen des Kommissars. Steffen Jutzikowski und Christian Rohde mit einem Krimi um Macht und viel Geld. Rauchen. Von der Industrie beworben als Lebensgefühl, Freiheit und Abenteuer. Rauchen tatsächlich eine Sucht, potenziell tödlich. In jedem Fall aber ein Geschäft mit gigantischen Gewinnen. Die deutsche Remsma zuletzt über 500 Millionen Euro. British American Tobacco rund 3,3 Milliarden Pfund. Philip Morris mehr als 9 Milliarden US-Dollar. Schon lange will die EU Raucher noch wirksamer abschrecken. Der Plan: Horrorbilder auf Zigarettenverpackungen. Die Industrie wehrt sich. Hinter den Kulissen tobt in Europa eine Lobbyschlacht. In Brüssel sind rund 100 Tabaklobbyisten registriert und alle wichtigen Tabakfirmen haben hier ein Büro. Sie schmieden Koalitionen und haben letztlich alle ein Ziel, die Gesetzgebung, die EU-Kommission und das Parlament zu beeinflussen. Eine dieser Koalitionen, der Lobbyverband Business Europe. Er zeigt sich gern mit EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Die Tabaklobbyisten von Philip Morris und BAT mit Barroso in der ersten Reihe. Ihre Ziele haben sie in diesem Geheimpapier formuliert. Mit dabei der Bundesverband der deutschen Industrie. Man redet Klartext. Drakonische Tabakpläne verhindern, Druck ausüben auf EU-Parlament und den zuständigen EU-Kommissar. Der zuständige EU-Kommissar war bis Oktober 2012 John Dalli. Der Malteser arbeitete an der neuen, scharfen Tabakrichtlinie. Dalli war bekannt als Vertreter harter Regeln gegen die Tabakindustrie. Er war sehr unpopulär bei den Lobbyisten. Vor allem in den letzten Jahren geriet seine Direktion unter immensen Druck der Tabakindustrie. Doch Dalli kommt nicht ans Ziel. Am 16. Oktober 2012 setzt EU-Kommissionspräsident Barroso Dalli aus heiterem Himmel vor die Tür. Die Begründung: Korruptionsvorwürfe. In Dallis Namen sei Geld gefordert worden als Gegenleistung für industriefreundliche Tabakgesetze. Doch immer mehr EU-Abgeordnete sind überzeugt, Dallis Rauschmiss ist Ergebnis einer politischen Intrige. Aus meiner Sicht war er nicht gerechtfertigt und es liegt auch nichts auf dem Tisch, was darauf hindeutet, dass er gerechtfertigt war. Es ist klar, dass wir es mit einer unglaublichen Manipulation zu tun haben, einer Manipulation von Fakten und Personen. Und gleichzeitig auch einer großen Verhinderung der Aufklärung. Malta vor wenigen Tagen. Wir treffen den Ex-Kommissar. John Dalli ist bis heute erschüttert über seinen Rausschmiss durch Barroso. Er sagte, Sie müssen gehen. Entweder Sie treten zurück oder ich muss Sie entlassen. Ich habe ja zwei Pressemitteilungen, je nachdem, wofür Sie sich entscheiden. Die werde ich um 5 herausgeben. Ich sagte, geben Sie mir bitte 24 Stunden, um meinen Anwalt zu konsultieren. Er schaute auf die Uhr und sagte, ich gebe Ihnen 30 Minuten. Das ist unglaublich. Das Unglaubliche beginnt in Schweden. Die Firma Swedish Match produziert Kautabak, Snus. Nur in Schweden erlaubt, im Rest der EU verboten. Das soll auch so bleiben unter der neuen Tabakrichtlinie von John Dalli. Die Firma engagiert eine junge Lobbyistin aus Malta, Gail Kimberley. 5.000 Euro bekommt sie, um den Kommissar zu bearbeiten, das Snus-Verbot zu kippen. Kimberley notiert, was der Konzern sich wünscht. Gib ihm eine Nachtlektüre. Wer sind Dallis Freunde? Wie könnte er das Snus-Verbot aufheben und was braucht er dafür? Am 6. Januar trifft
Kimberley auf Dalle. Das Treffen dauerte ungefähr 20 Minuten, nichts Ungewöhnliches wirklich. Und ich hatte keine Ahnung, dass sie eine Lobbyistin für Swedish Match war. Zu dem Zeitpunkt hatte ich den Eindruck, sie wäre eine Anwältin, die versucht, an Informationen heranzukommen. Oder dass sie eine Art Beraterin wäre. Hat Kimberley Ihnen Unterlagen gegeben? Haben Sie ihr irgendetwas versprochen? Ich habe ihr absolut gar nichts versprochen. Trotzdem meldet Kimberley ihren schwedischen Auftraggebern, Dalli sei käuflich. Es habe ein zweites Treffen mit Dalli und einem Freund des Kommissars gegeben, am 10. Februar. Und da sei Geld gefordert worden. Das ist eine Lüge, eine komplette Lüge. Vor wenigen Tagen musste die Lobbyistin Kimberley vor Gericht zugeben, sie hat Dalli kein zweites Mal getroffen, sie hat nie eine Geldforderung von ihm gehört. Doch Kimberleys Lüge hat fatale Folgen. Ein Manager des schwedischen Konzerns Swedish Match fliegt am 13. Februar 2012 nach Malta. In dieser Pizzeria trifft er sich mit Kimberley und dem Dalli-Parteifreund Silvio Samit. Laut der Ermittlungsakten wird Samit konkret. Er fordert 60 Millionen Euro. Angeblich im Namen von Kommissar Dalli. Swedish Match zeigt das als Bestechungsversuch in Brüssel an, bei OLAF, der Antikorruptionsbehörde der EU. Frontal 21 liegen hunderte Seiten des geheimen Ermittlungsberichtes vor, darin kein einziger Beweis für die Bestechlichkeit Dallis oder dass er davon wusste. Gleich auf Seite 1 heißt es ganz eindeutig: Es gibt keinen überzeugenden Beweis, dass Dalli zur Bestechung angestiftet hat oder der Hintermann war. Trotzdem erweckt OLAF-Chef Giovanni Kessler öffentlich den Eindruck, dass Dalli von dem Korruptionsversuch gewusst haben könnte. Bietet dafür aber nur bloße Indizien und Mutmaßungen. Nachfrage beim OLAF-Direktor. War Dalli im Weg und Sie haben ihn aus dem Weg geräumt? Nein. Wir haben ermittelt, weil Anschuldigungen da waren. Wir mussten ermitteln, und zwar unabhängig, ohne dass uns irgendeiner gesagt hat, was wir tun sollen. Daran zweifeln Parlamentarier und erheben schwere Vorwürfe. Von Anfang an wurden nur Beweise gesucht, er hat's getan. Und dabei hat man auch nicht davor zurückgeschreckt, Zeugen zu beeinflussen, uns im Parlament die falsche Geschichte zu erzählen. Der Generaldirektor hat uns selbst wissentlich die falsche Geschichte erzählt über die Geldforderung. Und das ist die eigentliche Schweinerei dran, dass man nicht nur von Anfang an mit zweifelhaften Methoden operiert hat, Verfahren manipuliert hat, gelogen hat, sondern dann hat man auch noch die Aufdeckung ganz planmäßig verhindert. Solch harsche Kritik weist der OLAF-Chef weit von sich. Das ist ganz normal und absolut legal. Nicht einmal die Aufsicht, die die Aufgabe hat, unsere Ermittlungen zu überwachen, noch nicht einmal die hat gesagt, dass dies illegal wäre. In ihrem Jahresbericht kommen die unabhängigen Aufseher von OLAF zu einem anderen Ergebnis. Dort heißt es, Zitat: Die Ermittlungsmethoden von OLAF gehen weit über das hinaus, was der Behörde explizit erlaubt ist. Offenbar vermischt derzeit OLAF die Unabhängigkeit, die OLAF vom europäischen Gesetzgeber bekommen hat, von den Institutionen, mit Verantwortungslosigkeit. Schlampige Ermittlungen, keine Beweise und dennoch schmeißt Manuel Barroso den missliebigen Kommissar raus. Barroso nimmt die OLAF-Ermittler sogar in Schutz. Unverständlich selbst für Parteifreunde. Das Ganze halte ich für eine große Intrige, eine große politische Intrige mit dem Ziel, einen Job freizumachen und auch mit dem Ziel, sich durchaus als der starke Mann in Europa zu präsentieren. Der Verdacht, Dalli musste gehen, weil er der Tabaklobby im Weg stand. Barroso bestreitet das. Dabei pflegten seine engsten Mitarbeiter geheime Kontakte zur Tabakindustrie. Es gab Treffen mit Philip Morris, dem Bundesverband der Zigarrenindustrie und sogar mit Swedish Match. Für die Interessen der Kautabakfirma aus Schweden setzt sich Barrosos Generalsekretärin Catherine Day
besonders ein, wie dieses Schreiben an Dullys Behörde belegt. Wir haben ernsthafte Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Vorschläge. An Dullys Vorschlag störe sie vor allem das generelle Verbot rauchfreier Tabakprodukte. Heute wissen wir, dass es um die neue Tabakrichtlinie hinter den Kulissen eine Schlacht gab. Barroso und seine Generalsekretärin kämpften für eine weiche Regulierung und gegen die harten Vorschläge von Dully und seiner Gesundheitsbehörde. Heute kämpft John Dully in Malta um seinen Ruf. Er klagt vor dem Europäischen Gerichtshof gegen seine Entlassung. Und in Brüssel wird der Fall Dully immer mehr zu einem Problem für Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Die Niederlande haben einen neuen König. Da können wir nicht mithalten.